In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ein verstopftes Hotend verhindert, wenn ihr genau dieses Fehlerbild hier vorfindet. Bevor es jetzt aber gleich zur Fehlerlösung geht, zeige ich euch einmal kurz auf meinem Tisch, was ich hier die letzten Tage so gemacht habe und wie ich eigentlich zu diesem Problem gekommen bin. Im Anschluss zeige ich euch dann einmal am Computer, was dieses Problem verursacht und zum Schluss natürlich auch, wie wir das ganze Problem jetzt lösen und auch hoffentlich für die Zukunft. In meinem letzten Video hatte ich euch ja schon gesagt, dass der Lüfterhalter für den Printcore One, für den Eigenbaudrucker hier, dass der mir nicht sonderlich gefallen hat, weil er halt nur von einer Seite das Bauteil kühlt. Und ich habe dann angefangen, den Halter so zu konstruieren, dass er halt komplett um das Bauteil einmal rumkühlt oder pustet, besser gesagt. Und ich habe dann angefangen, die ersten Teile zu drucken, und zwar als erstes aus dem Asacarbon, was ja noch so ein bisschen im Versuchsstadium ist. Und ihr seht auf dem Tisch hier, ich blende das einmal ein, es hat dann angefangen zu drucken, und während des Druckes hat der Druck dann plötzlich abgebrochen, also besser gesagt, die Düse hing irgendwann in der Luft, es wurde kein Filament mehr gefördert, und dann hat sich halt dieses Fehlerbild hier ergeben, was ich euch gerade eben schon gezeigt habe. Ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, ihr kennt das wahrscheinlich auch, man geht voller Vorfreude an den Drucker ran, möchte gucken, wie weit ist der Druck. Man sieht dann aber bloß, dass die Düse in der Luft hängt, kein Filament mehr gefördert wird, und das sieht so leicht fransig aus. Wenn man dann das Filament oben aus dem Extruder entnimmt und wieder neu einfädelt und ein bisschen nachschiebt, dann funktioniert das plötzlich wieder. Man denkt sich, das Problem ist gelöst, man startet den Druck und dann nach einer gewissen Zeit tritt das Problem dann schon wieder auf und man weiß einfach nicht, was man machen soll. Bevor wir jetzt mit der eigentlichen Problemlösung anfangen, gehen wir einmal rüber an meinen Computer, da öffne ich dann Fusion 360 und dann gucken wir uns erstmal an, wie dieses Problem eigentlich entsteht. Okay, wir schlüpfen dann mal direkt rein in meinen Bildschirm und ich habe hier schon so ein bisschen was vorbereitet, wie in so einer Art Kochshow. Was ihr hier seht, ist grob aufgezeichnet einmal natürlich vorne einmal die Düse aus Messing, auch farblich gleich so dargestellt, und dahinter haben wir dann einmal das Heatbreak und in der Mitte dann das Filament. Einmal in grün und einmal in rot dargestellt. Warum, das erkläre ich euch natürlich in diesem Video auch noch. So, was sehen wir jetzt hier im Grunde? Wir sehen hier unser Heatbreak, wo unser Filament dann theoretisch so von oben eingefördert wird durch den Extruder. Und wir haben hier den Bereich, wo es von grün zu rot dann übergeht. Grundsätzlich ist erstmal gesagt, das Heatbreak sowie die Düse haben hier im Durchmesser, das ist natürlich alles im Schnitt gezeichnet, einen Durchmesser von ca. 2 mm. Unser Filament hat ja 1,75 mm. Also das heißt, unser Filament hat es erstmal ziemlich leicht, durch dieses Heatbreak und auch durch diese Düse durchgedrückt zu werden. Jetzt ist es hier vorne so, dass wir dieses Filament oder dass ich das Filament einmal in rot gezeichnet habe. Das soll einfach nur symbolisieren, dass hier der Bereich ist, wo das Filament von fest zu C bzw. flüssig den Aggregatzustand verändert hat. Eher C-flüssig, flüssig wäre ja ein bisschen sehr dolle. Und deswegen nimmt das Filament hier, weil es C-flüssig ist, jetzt auch diese kompletten 2 mm im Durchmesser ein. Hier oben, wo es noch fest ist, natürlich nicht. Und hier haben wir dann auch noch ein bisschen Spiel zwischen dem Heatbreak und dem eigentlichen Filament. Sobald unser Filament jetzt in die Düse kommt, wird das natürlich zähflüssig und nimmt, wie gesagt, diese 2 mm Raum ein. Hier vorne ab diesem Bereich wird es auch bereits ziemlich warm, aber auch noch nicht flüssig. So, jetzt müssen wir uns vorstellen, wenn wir jetzt mit unserem Filament hier permanent neues Filament nach vorne durchfördern in diese Düse, entsteht hier in diesem Bereich, wo es rot ist, ein ziemlich hoher Druck, denn wir müssen ja jetzt unser Filament, was zähflüssig ist, vorne durch diese extrem kleine Spitze durchdrücken. In meinem Fall sind es jetzt 0,4 mm, weil ich eine 0,4 mm Düse verbaut habe. Und durch diesen extrem hohen Druck, der hier drin herrscht, kommt es jetzt zu dem Fehler, den ich euch gerade eben schon gezeigt hatte. Und zwar blende ich jetzt mal das nächste Bauteil ein. Das heißt hier Überschuss. Das ist das, was ich euch gerade gezeigt hatte, was sich jetzt hier an diesem Filamentstrang mit nach oben schiebt. So, am Anfang ist es vielleicht noch relativ wenig, denn wir drücken mit unserem Filament hier in diese C-flüssige Pampe vorne rein. Und wenn dieser Druck jetzt hier in dieser Druckdüse zu hoch ist, hat das Filament leider die Eigenschaft, dass es irgendwo hin muss mit dem Überschuss. Und das ist jetzt hier in blau gezeichnet. Ich werde einmal kurz das Heatbreak ausblenden. Sieht jetzt ungefähr so am Anfang aus. Ist in dem Moment, wo das nur so ein bisschen ist, noch gar kein Problem. Aber mit der Zeit, ich werde das Ganze mal so ein bisschen verschieben. Und jetzt kommt es dazu, dass sich dieser Filamentüberschuss während der Zeit oder während des Druckes besser gesagt, dass dieser Überschuss sich immer weiter nach oben verschiebt in unserem Heatbreak. Ich blende einmal das Heatbreak wieder ein. Und irgendwann ist dann die Reibung zwischen Filament und Heatbreak so groß, dass der Extruder es nicht mehr schafft, das Filament zu fördern. Das Extruderzahnrad dreht durch, bohrt sich dann in das Filament und wir haben ein verstopftes Hotend. Dieses blaue Stück, was ihr jetzt hier seht, ist genau diese Schale um das Filament, was ich euch gerade in der Vorschau schon gezeigt hatte, was man dann so mit dem Finger relativ leicht abblättern kann. Dann kommen wir jetzt zu dem, wie ich das ganze Problem gelöst habe. Besser gesagt erstmal noch, was die ganze Sache sogar noch erschwert. Wenn wir jetzt nämlich zum Beispiel Kohlefaserfilamente drucken, dann haben wir in dem Filament
anscheinend auch noch kleine Filamentfasern, die natürlich auch hier vorne durch diese kleine Düse mit durchgedrückt werden möchten. Die sind natürlich nicht flüssig, egal wie heiß wir sie machen, sie werden immer festbleiben während unseres Druckes. Sie erzeugen zusätzlichen Widerstand, erhöhen den Druck auch wieder vorne in der Druckdüse und es kommt noch schneller dazu, dass sich dieser Überschuss nach oben in das Heatbag nach oben drückt. Dann will ich gar nicht lange drum herum palabern. Ich will euch einmal kurz sagen, wie ich dieses Problem in diesem Drucker und auch in vielen anderen Druckern gelöst habe. Und zwar der einfachste Weg ist erstmal, man reinigt vorne die Druckdüse und guckt erstmal, ist vorne meine Spitze auch wirklich sauber, sodass das Filament dort ohne großen Widerstand vorne durchkommt. Ist erstmal das allererste, was man auf die Schnelle machen kann. Das zweite ist, gerade bei Kohlefaserfilamenten, ich wähle hier vorne nicht eine 0,4er Düse, sondern zum Beispiel eine 0,5er oder 0,6er Düse, um den Druck in dieser Kammer einfach zu verringern, weil die Bohrung vorne in der Düse einfach größer ist. Das sind erstmal so die relativ einfachen Lösungsansätze, die man umsetzen kann, um dieses Problem zu lösen. Ein anderer Lösungsweg ist unter anderem auch, dass man einfach nur die Drucktemperatur leicht erhöht, um das Material, was in der Düse erhitzt wird, noch ein wenig flüssiger zu machen, denn je flüssiger unser Kunststoff in der Düse ist, desto geringer wird der Druck in der Düse und desto einfacher lässt es sich dann vorne auch durch diese 0,4er bzw. 0,5er oder 0,6er Düse vorne durchdrücken. Dadurch, dass der Druck dann in der Düse geringer ist, schiebt sich natürlich auch viel weniger oder besser gesagt gar kein Material mehr nach oben durch das Heatbreak nach oben und man verhindert somit die Verstopfung vom Heatbreak. Also nochmal zusammengefasst, vorne Spitze erstmal reinigen, um zu gucken, ob die Düse auch wirklich frei ist. Zweitens, gerade bei Kohlefaserfilamenten eventuell eine größere Düse wählen, von 0,5 auf 0,6 oder auch 0,5 reicht eventuell auch aus. Und die Drucktemperatur eventuell erhöhen, weil der Kunststoff in der Druckdüse eventuell noch nicht zähflüssig genug ist, um vorne mit wenig Druck durch die Düse gedrückt zu werden. Der eine oder andere ist jetzt vielleicht überrascht, wie einfach es doch war, dieses eigentliche Problem zu lösen. Und das sind, wie gesagt, die drei Punkte, die ich gerade eben schon genannt hatte. Ich würde mich da von dem ersten Punkt zum dritten Punkt einmal vorarbeiten, und wenn ich dieses Problem habe. Und mit einer großen Wahrscheinlichkeit wird das Problem dann auch in den zukünftigen Drucken behoben sein. Wenn ihr dieses Problem auch schon mal gehabt habt, dass das Filament einfach oben so eine kleine Borke bildet, die sich dann nach oben hindurch schiebt und ihr eventuell noch andere Lösungsansätze gefunden habt, die ich vielleicht auch noch gar nicht weiß oder die noch nicht in diesem Video vorgekommen sind, dann schreibt sie natürlich super gerne unten in die Kommentare mit rein. Ich lerne natürlich auch immer wieder noch gerne mit dazu. Und wenn ihr jetzt euer Problem lösen konntet mit diesen drei Punkten, schreibt das natürlich auch gerne mit unten in die Kommentare rein, damit die anderen sehen, okay, ja, es hat wirklich funktioniert. Wie gesagt, das war wieder so ein kleines Quick-Tutorial, weil ich auch wieder bei der Problemlösung war und dieses Problem halt gelöst habe in diesem Video. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, falls du noch kein Abonnent von diesem Kanal bist. Ich sage vielen, vielen Dank wie immer und ja, hoffentlich bis zum nächsten Video. Und das war falsch. Nochmal. Okay, ja. Problem in den Griff und auch gelöst. Ja, und nochmal. In meinem letzten Video hatte ich euch ja schon gezeigt, dass mir der Lüfter, wie heißt denn das? Fanduct. Lüfter, der Bauteil, der Halter für die Bauteilkühlung. Bauteillüfter. Bauteillüfter. Fanduct. Ja, der Einzige, man kennt das, man geht...